Hear that? Hier lang. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Devil in Me. Ich hab genug von diesem Scheiß. Was zur Hölle geht hier vor? Dumet hat Charlie ein unwiderstehliches H.H. Holmes-Erlebnis angeboten. Nur ist es für Dumet leider echt. Bewegliche Wände, Fallen, Tricks. Alles genau wie bei Holmes. Wieso? Wieso tut er das? Wieso hat Holmes all das getan? Wieso machen all die Killer, über die wir berichten, diesen Scheiß? Kinderstube. Trauma. Sie sind zu hart. Nein, sie... Du weißt, was ich meine. Finden wir einfach Aaron. Also da müssen wir hin. Hier, denke ich mal, können wir jetzt auch nichts nochmal neu entdecken oder so. Ja, in der letzten Folge ist glücklicherweise mal niemand gestorben. Das kommt bei mir ja leider nicht allzu häufig vor im Moment. Haben wir wieder eine Münze. Wir waren doch hier schon des Öfteren, meine ich. Aber wir haben trotzdem noch eine Münze gefunden. Das ist cool. Vielleicht kann man die auch immer bei mehrmaligen Durchlaufen nur finden. Kannst du mir mal aus dem Weg gehen? Du stehst vor allen Dingen auch noch da wie so ein Horrorkerl. Shining. In bester Montur. Seht ihr ihn? Nein. Ich sehe ihn nicht. Warum gehen die jetzt wieder zurück? Leute? Warum lasst ihr mich alleine? Der Serienmörder war gerade hier. Ich soll da alleine reingehen? Er ist nach rechts gegangen. Wahrscheinlich in der Tür, aber wir gucken mal kurz. Ne, die ist natürlich abgeschlossen, was auch sonst. Wir gucken aber trotzdem mal kurz. Achso, da geht's gar nicht weiter. Okay. Leute, hier drüben. Das heißt, wir finden jetzt unsere Kollegin. Heilige Scheiße. Ist das? Wir wissen nicht, was es ist. Ich check die Tür. Ihr seht euch um. Ja. Ich meine, der ist ja nur hier reingegangen, ne? Wenn wir uns umsehen, kann uns ja gar nichts passieren. Okay, will ich das öffnen? Scheiße! Nein, ich will es nicht öffnen. Achso, ich kann mich umsehen. Ob ich das unbedingt ansehen möchte, weiß ich aber nicht. Es bringt uns aber auch kein Geheimnis oder so. Jetzt steht die mir auch noch im Weg. Willst du mich verarschen? Was zum Teufel ist das? Blut. Man nannte es Blut. Okay, man kann jetzt hier nichts... Was ist das für ein scheiß Piepen? Ich meine, ist da jemand dran angeschlossen oder... Kann man das öffnen? Nee, ne? Mein Gott. 79 zu 100. Wenn ich jetzt nicht ganz doof bin, ist das, glaube ich, ein guter Puls, oder? Ich weiß gerade die Werte nicht auswendig. Aber ich meine, das sind die Normalwerte für einen Puls, oder? Okay, hier ist wieder Blut. Aber unsere Freundin ist tot und vermutlich dahinter. Wir werden erstmal kurz hier gucken. Das gehört ihr. Ja, dann wird sie es wohl sein. Nehme ich an. Scheiße. Bitte sag mir, dass es eine Videosequenz ist. Ich möchte hier nichts machen. Hier! Ich hab sie! Ist das eine Bombe? Ah!
Jamie, warte. Zum Teufel hat er ihr angetan. Es tut mir so leid. Fass mich ja nicht an. Tu jetzt nicht so, als würde es dich interessieren. Hey, konzentrieren wir uns darauf, hier wegzukommen. Dann könnt ihr streiten. Jemanden planen? Vergesst seine Spiele, Fallen und den Mist. Denkt an die Killer in unseren Berichten. Sie haben alle eine Schwäche. Wir sollen ihn also zum Tee einladen und analysieren? Nein, wir sollen unser Hirn benutzen. Wir können ewig mutmaßen, aber wenn wir hier sterben, ist das egal. Ich spiele nicht die Detektivin, ich will überleben. Detektivspiele werden uns retten. Spielen wir seine Spiele, gewinnt er. Wir müssen schlauer sein. Er will die Gruppe nach und nach trennen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wartet. Er könnte uns gerade zuhören. Wo sollen wir hin? Zurück zur Fähre. Die ist doch schon weg. Sie hängt an der Kette, vielleicht lässt sie sich holen. Vielleicht, reicht mir nicht. Der Leuchtturm. Wir könnten ein Notsignal senden. Über den See patrouillieren Polizeiboote, oder? So weit draußen? Leuchttürme sollen kilometerweit zu sehen sein. Nimmst du das hier auf? Ohne Beweise wird uns niemand glauben. Du willst, dass ich aufzeichne, wie er uns töten will? Und die Leichen. Für die Cops. Hört mal. Die Wände bewegen sich wieder. Kate, warte, wir müssen zusammenbleiben. Scheiße! Kate! Warte! Natürlich. Jamie! Halt! Nein, nein, nein! Nein, Fuß B, das B. Oh. Ich weiß, wie sehr einem solche Kameras am Herzen liegen. Ich habe davon auch eine. Ja, dumm wie Brot kann ich nur sagen. So viel denn dazu, dass sie zusammenbleiben wollen. Ist das Wasser oder Säure? Ich bin mir nicht sicher. Das ist ein ganz toller, krauseliger Hinterkopf. Da ist irgendwas drin, ein Schalter oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Eieieiei, da ist nichts am Blinken. Ich gehe aber trotzdem immer ein bisschen näher ran, weil man weiß ja nie, da blinkt was. Das ist schön, dass ich jetzt die ganzen Münzen bekomme, aber wenn die jetzt alle getrennt sind und ich jetzt gleich alle sterben lasse, so wie ich mich kenne. Das heißt, normalerweise bin ich in dem Ganzen ja eigentlich gar nicht so schlecht, aber seitdem ich dieses Spiel spiele, also diesen Teil, bin ich echt scheiße da drin. Bisher hat noch keiner von denen überlebt. Was ist eigentlich mit der Kamera? Ach so, ich muss... Ah. Dann kann ich zoomen. Okay. Ah, das ist gut. Und damit kann ich ein bisschen Licht machen, ja? Okay. Da war jetzt aber nichts, was ich jetzt irgendwie so als... Obwohl, naja, ich weiß nicht, ob ich das fotografieren soll. Man könnte es ja mal... Aber ich kann damit... Ah, doch. Okay.
Rechts, also R2. Damit kann ich fotografieren. Das ist gut. Da oben ist was. Ja. Hol's dir. Na los. Kann ich nicht holen, oder was? Ist zu hoch, oder wie soll ich mir das jetzt... Ach so, ja, er hat ja diesen... Ja, 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 okay. Passt sogar. Perfekt. Mhm. Nee, Oh, ist ein höherer Zoom, kann das sein? Oder stehe ich einfach nur näher hier dran? Das kann natürlich auch sein. Ach so, es kann natürlich sein, dass wir die jetzt bekommen haben, falls wir das verkackt hätten. Falls wir das nicht aufgefangen hätten. Dann hätten wir jetzt ein neues Stativ, mit dem wir fotografieren könnten. Das wird es wahrscheinlich sein. Kommen wir hier durch. Natürlich nicht. Ja. Ich vermute, dass ich irgendwas herausfinden soll mit diesem Objektiv. Aber ich habe keine Ahnung, was. wie viel kann ich blitzen, bis das Blitzgerät kaputt ist? Also bis der Akku leer ist, nicht kaputt ist. Nein! R2! R2! Wieso versteckt er sich nicht? Weil ich jetzt LT drücken muss. Wieso muss ich jetzt LT drücken? Ich blitze hier so schön. Während der hier rumläuft. Bling, bling, bling. Oh, ich bin sowas von safe tot gleich. Aber R2 war verstecken. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Jetzt ist es L2? Ich habe ein bisschen Panik. Muss ich noch weiter LT drücken? Kommt der nochmal wieder? Kannst du mal bitte nicht immer von selber hier rumlaufen? Okay, Ah, der ist hier durchgegangen, okay. Da komme ich aber nicht durch. Muss ich mich jetzt nochmal verstecken, oder? Oder ist da hinten... Ach so, das kann natürlich auch sein, dass da hinten jetzt die Tür offen ist. Ah! Ja, ich wollte dem Killer einfach hinterhergehen. Okay, jetzt muss ich mich hier wahrscheinlich auch gleich noch verstecken, wa? Wohin? Oh mein Gott! Ich sag's gerade noch! Scheiße. Scheiße, scheiße. Nein, ich verkack das doch sowieso. Och, fick dich, der war mittendrin. Der war mittendrin, du Arschloch. Ich hasse dieses Spiel, ehrlich. Ich hasse auch diese Quicktime-Events.
Es war so schön im letzten Teil. Da konnte man die rausnehmen, weil die so nervig sind. Ich muss erstmal vor lauter Verzweiflung einen Schluck Kaffee nehmen. Es tut mir sehr leid. Haben wir hinter uns noch irgendwas? Nee, da ist Sackgasse, ne? Das ist doch nicht wahr. Ich meine, ich muss mir das nochmal in der Aufnahme angucken. Aber ich achte jedes Mal ganz extrem darauf. Und was ist? Ich bin mittendrin in diesen Scheißding. Und trotzdem nimmt der das nicht an. Ich war ja schon froh, dass du überhaupt die ersten zwei Mal... Habe ich mich jetzt erschrocken. Hey! Ich bin keine Laborratte, mit der man spielen kann. Mann. Ich war ja schon total froh, dass ich überhaupt die ersten zwei Male geschafft habe und der das nicht wieder, ja, nicht angenommen hat. Ist da irgendwas? Nee, ne? Es blinkt hier die ganze Zeit, aber ich glaube, das ist... Oh, musst du mich so erschrecken? Und was jetzt? Jetzt musst du die Tür öffnen. Du musst dein Spiel spielen. Also eigentlich darfst du es nicht, aber... Oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diese Dinger hasse? For the last time, do not pull the main switch... Kann man das lesen? Hallo. Switch until we get someone out to replace the... Faulty Wall. Aber ich kann ja jetzt nicht raus, ne? Und hier ist kein Main Switch. Das ist ja alles... ach, keine Ahnung. Das ist so scheiße. Ich werde das sowieso nicht hinkriegen. Das sieht sowas von kompliziert aus. Nein? Gehst du nach unten? Ich glaube, das heißt aber, die zwei müssen erst an sein, bevor das hier an ist, oder? Und das muss an sein. Ich glaube, ich verstehe das so langsam. Wahrscheinlich ist das jetzt falsch, was ich denke, aber... Oder? Na, unter Strom. Eine Errungenschaft. Ha! Scheiße. War das gut oder nicht? Okay, aber wir können da durch. Ja, ich glaube, ich habe es so langsam verstanden. Also man muss tatsächlich, glaube ich, immer erstmal die Richtung machen. Ich kann es jetzt schlecht erklären, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich kann euch das beim nächsten Mal, wenn wir nochmal so Strom machen müssen, dann kann ich euch das ein bisschen erklären. Versuchen zu erklären. Ich weiß ja nicht, ob es richtig ist. Oh, da geht es ganz weit rein. Die sind wahrscheinlich alle abgeschlossen, oder? Ich muss das hier mal so ein bisschen systematisch machen. Wahrscheinlich kommt gleich wieder irgendwas, was mich hier voll erschreckt. Würde mich nicht wundern. Das ganze Spiel erschreckt mich irgendwie heute. Es kann auch daran liegen, dass ich jetzt voll aufgepusht bin durch Kaffee im Moment. Ich bin mir nicht sicher. Da hinten muss ich rein. Unter Garantie. Da ist alles rot. Ich sehe rot. The lady, she's seeing red. Da kann ich öffnen. Kann ich da öffnen? Geht die da rein? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Wie, das ist nicht wahr? Weil das hier so durcheinander ist, oder was? Da liegt was. Ein Labello. Ach, ja, da war doch was ganz am Anfang, dass sie ihr den Labello angeboten hatte, genau. Okay. Das ist immer noch offen. Das ist zu. Ich würde dann gerne mal hier hinten vorher noch gucken. Okay, das ist auch zu. Dann habe ich leider keine Ausrede mehr, nicht da reinzugehen. Das heißt, da muss ich wohl rein. Zur Hölle. Zur Hölle, genau. Da sind wir gerade drin, glaube ich.
Ach so, ich kann das auswählen. Ja, ich dachte, ich muss das anvisieren. Oh, was zur Hölle? Es ist ein Serienmörder. Ihr habt euch die ganze Zeit beobachtet gefühlt. Was glaubst du, was du hier findest? Kann ich da nochmal zurück? Ich würde gerne... Scheiße. Ich wollte eigentlich gerne noch vorher gucken, ob wir da noch was nehmen können. Das sind so diese Momente, das ist genau das, was ich meine. Und dahinter ist irgendwie... Oh Gott, wo soll ich denn jetzt als erstes reingehen? Moment, hier war gerade noch was? Scheiße. Hier sind überall Kameras. Das ist irgendwie logisch. Und ich habe gerade jemanden gehört. Das ist nicht gut. Das wird wahrscheinlich da sein, wo er hinkommt, oder? Oder muss ich da drauf gucken und dann muss ich mich nachher verstecken? Das kann natürlich auch sein. Ich gehe irgendwo durch und dann... Ach so, zerquetscht. Ja, ich war mir nicht sicher, ob ich zerquetscht wurde oder ob ich jetzt eingefroren bin, weil das sah so ein bisschen komisch aus. Okay, also wenn sie in der Nähe ist, darf ich nirgendwo durchgehen. Nur ein Pulli. Okay. Warum müssen diese Scheißgeräusche wirklich sein? Ich denke immer, der kommt jetzt hier durch die Tür durch und steht gleich hinter mir. Arschloch. Ich war gerade am Trinken. Sie möchten wissen, was es heißt, ein Mörder zu sein. Waren Sie je im Kunstmuseum im Zentrum? Dort hängt ein Bild von einem Kerl, weiß nicht mehr, wie er hieß. Berühmt. Er malte geschlachtete Kühe, an Haken aufgehängt. Nehmen Sie mal einen normalen Menschen zum Schlachthof mit. Der kotzt sich die Seele aus dem Leib. Selbes Bild als Gemälde. Und plötzlich haben wir Kunst. Die zwei Sachen sind ein und dasselbe. Naja, nicht wirklich. Sehen Sie mich nicht so an. Sie wissen, ich habe recht. Sie verstehen. Ich weiß, Sie verstehen. Man muss etwas machen, das bleibt. Den Leuten ein Gefühl geben, das sie vorher nie hatten. Die Illusion zerstören, dass wir die Zügel in der Hand haben. Denken Sie an Ihre tiefgründigste Tat. Das Schönste, was Sie je erschaffen haben. Und ich verspreche Ihnen, all das ist nichts im Vergleich zum Gefühl, jemanden zu töten. Die Angst des Opfers zu sehen. Die verzweifelten Versuche zu fliehen. All das Betteln. Flehen. Der Augenblick, wenn jemand merkt, es ist vorbei. Dann spürt man es. Das ist wahre Kunst. Das muss man sein. Ein Künstler. Ein Bildhauer. Ein Architekt. Ah, Ihre Augen leuchten, Agent Monday. Mich halten Sie nicht zum Narren? Oh, Ihr Gesicht. Werde ich Ihr Erster sein?
Na dann los! Huh? Ich bin hier! Der Raum ist schalldicht! Sie müssen nicht einmal auf das Dröhnen eines Flugzeugs warten. Da sind sie ja. Ich sehe sie. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Bloße Hände können sich gut anfühlen, ha? Aber die Klinge sorgt für ein hübscheres Bild. Sie haben Potenzial, Agent Monday. Wenn Sie wirklich ein Künstler sein wollen. Nein. Kein Quicktime, bitte. Verdammt, das war knapp.